Wir sind heute bei Karen Schramm. Sie ist Professorin an der Universität Wien im Bereich Deutsch als Fremdsprache. Zuvor war sie an der Universität Leipzig Professorin im Bereich Didaktik und Methodik für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Sie hat schon während ihres Studiums in Volkshochschulen Alphabetisierungskurse geleitet und dieses Interesse hat sie auch im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit weiter vertieft, etwa im Zusammenhang mit dem LELIBE-Projekt, das Leipziger Lernberatungsprojekt. Sie hat auch im Projekt CASA mitgewirkt, kontrastive Alphabetisierung im Situationsansatz, das sie wissenschaftlich begleitet hat. Und zuletzt ist sie im LASLIAM-Projekt, das vom Europarat initiiert wurde. Und dieses Projekt hat das Ziel, supranationale Deskriptoren für die Alphabetisierung in der Zweitsprache Deutsch zu formulieren. Karen, Lernberatung in der Alphabetisierung von Zuwanderern ist bis heute kaum diskutiert worden. Was sind die Grundlagen der Alphabetisierung oder der Lernberatung im Alphabetisierungskurs mit Zugewanderten? Also für mich war da wegweisend das Konzept der Sprachlernberatung, das verschiedene Kolleginnen und Kollegen in der Fremdsprachendidaktik erarbeitet haben. Insbesondere haben mich die Arbeiten von Karin Kleppin und Grit Mehlhorn sehr stark beeinflusst, die eben im Zusammenhang mit der Diskussion um Autonomie von Sprachlernenden und auch zum Beispiel Tandem-Angeboten Pionierinnen waren im Bereich der Sprachlernberatung. Und sie haben das vor allen Dingen für Lernende an Universitäten angeboten, also sehr erfahrene Fremdsprachenlernerinnen. Und sie haben da Grundlagen gelegt. Sie haben sich insbesondere auch an Carl Rogers angelehnt, der in der Psychotherapie das Konzept der non-direktiven Beratung entwickelt hatte. Und das war für sie inspirierend, um auch Sprachenlernende in non-direktiver Weise zu beraten. Eine sehr wichtige Grundlage ist das Konzept der non-direktiven Beratung von Carl Rogers. Und da haben Karin Kleppin und Grit Mehlhorn uns eben gezeigt, auch für die Fremdsprachenlernberatung, wie dieses Konzept umgesetzt werden kann. Und ja, wie man mit Lernenden über ihre eigenen Ziele spricht, wie man sie dabei unterstützt, ihre eigenen Lernwege zu finden, ihre eigenen Lernstile zu reflektieren, auch vielleicht neue Ressourcen für sich zu erschließen und dann eben auch ihr eigenes Lernen zu beobachten und zu verbessern. Und ja, dieses Konzept der non-direktiven Beratung, das scheint mir jetzt eben für unseren Bereich der Alphabetisierung auch wirklich sehr interessant zu sein. Und die Erfahrungen, die gemacht wurden mit Fremdsprachenlernerinnen, die bereits sehr viel Lernerfahrung in formalen Kontexten mitgebracht haben, die können uns hier vielleicht auch Wege aufzeigen. Jetzt haben wir es ja mit Lernenden zu tun, die häufig noch nicht so viel Erfahrung haben mit dem formalen Lernen. Und da hat das sicherlich auch Potenzial, dass wir mit ihnen ins Gespräch über ihre Lernprozesse kommen. Das ist eine sehr gute Überführung zu der nächsten Frage, die ich habe. Ich habe nämlich gefragt, die Integrationskurse mit Alphabetisierung, die werden ja vom BAMF finanziert. Und das BAMF hat ja ein sehr gut außendifferenziertes Kurssystem mit unterschiedlichen Kursen, unterschiedlichen Modulen und so weiter und so fort. Warum ist da eine Lernberatung überhaupt notwendig? Also gerade eine Alpha-Lernberatung, wenn die schon sowieso alles Mögliche haben. Sie haben ja viel Unterricht. Genau, Unterricht haben Sie sehr viel. Aber Sprachlernberatung kann das Lernen effektiver machen und zwar in vielerlei Hinsicht. Also zum einen kann in einer Lernberatung über kognitive Strategien gesprochen werden. Es können neue Lernwege im Gespräch gemeinsam entwickelt werden. Das heißt, das Lernen wird dadurch schon effektiver, dass einfach passendere, bessere, freudvollere, transferfähigere Lernwege gewählt werden. Aber auch in metakognitiver Hinsicht, dass nämlich die Lernenden anfangen, sehr viel stärker auch ihr eigenes Lernen zu beobachten, zu reflektieren, zu evaluieren und dann eben auch entsprechend anzupassen. Also auch darin liegt sehr viel Potenzial, das Lernen effektiver zu machen. Aber nicht nur effektiver, auch angenehmer für die Lernenden, auch autonomer. Das heißt, sie erfahren dann auch sehr viel stärker Selbstwirksamkeit, was ungeheuer wichtig ist, auch für die Motivation. Also insofern hat die Sprachlernberatung sehr viel Potenzial, Unterrichtsangebote zu ergänzen. Und das gilt auch in affektiver und sozialer Hinsicht. Also auch
Ja, die Gefühle hatte ich eben schon angesprochen. Also die Selbstwirksamkeit, das Selbstvertrauen, das akademische Selbstvertrauen oder das Vertrauen in die eigenen Lernmöglichkeiten, das wird gestärkt. Aber auch der Zugang zu anderen, dass man andere auch zu Verbündeten für den eigenen Lernprozess macht, dass man Freunde, Kolleginnen, Mentorinnen findet und in den Lernprozess einbindet. Auch das kann in einer Sprachlernberatung angeregt werden, und zwar in ganz anderer Weise, als der Unterricht das kann. Der Unterricht kann immer auch ein bisschen Beratungselemente bieten, aber eine Sprachlernberatung im engeren Sinne hat da noch mal ganz anderes Potenzial. Also es gibt Schnittmengen zwischen Unterricht und Lernberatung auch. Auf jeden Fall. Also ich denke, dass Sprachlernberatung auch in den Unterricht integriert werden kann und dass auch Kursleiterinnen wichtige Anregungen aus der Diskussion zur Sprachlernberatung erhalten und auch tatsächlich im Unterrichtsgeschehen einsetzen können, um das Lernen im Kurs zu effektivieren, aber auch über das Kursende hinaus auch das Lernen vorzubereiten, zu unterstützen, stärker zu machen. Und ja, insofern könnte ich mir beides vorstellen. Die Sprachlernberatung im Kurs durch die Kursleitung, die Sprachlernberatung möglicherweise auch in der Erstsprache, außerhalb des Kurssettings, aber möglicherweise in dieser Institution. Vorhin hattest du ja gesagt, dass der Ideengeber sozusagen die Sprachlernberatung an der Universität war, unter anderem. Und da hattest du ja darauf hingewiesen, dass das natürlich von den Personen sind, die eine solche Lernberatung an der Universität aufsuchen, sehr bildungserfahrene Menschen sind. Gleichzeitig hast du ja auch gesagt, dass die Menschen in Alphabetisierungskursen eben nicht so bildungserfahren sind. Ist das überhaupt kein Problem? Ich meine, es hört sich ein bisschen nach Überforderung oder nach einer möglichen Überforderung in diesem Beratungsprozess. Also Sprachlernberatung ist fraglos ein komplexes Unterfangen, und die Verständigung über das Lernen, also ist nicht einfach, insbesondere eben, wenn es sich um Prozesse handelt, die nicht zu beobachten sind. Also wenn ich natürlich zeigen möchte, wie ich mit einem Vokabellernkasten arbeite, dann kann ich den zeigen, dann kann ich die Kärtchen in die Hand nehmen, dann kann ich auch meine Gedanken aussprechen und auf diese Art und Weise meine kognitiven Strategien modellieren. Und das Ganze bleibt noch relativ konkret. Aber in dem Moment, in dem ich zum Beispiel über Lesestrategien spreche, wie erschließe ich jetzt ein Wort aus dem Kontext, ich schaue mir die Wörter davor an, die Wortgruppen danach, da ist es natürlich wirklich schon sehr abstrakt, und insofern muss das sehr behutsam angebahnt und vorbereitet und durchgeführt werden. Also ja, es ist ein komplexes Unterfangen. Wenn ich vom Unterricht aus denke, würde ich sagen, immer dann, wenn man komplexe Ziele hat, muss man mit einer Progression vorangehen. Man muss sich überlegen, an welcher Stelle ist es immer so ein Spagat, wo kann ich fördern und wo kann ich fordern. Und ist da auch eine Progression gegeben in der Lernberatung? Muss man, vorhin hast du ja gesagt, non-direktiv oder nicht direktive Beratung. Ist das eine Schraube, an der man drehen kann in der Progression? Kann man direktiver werden, wenn man es muss? Ja, ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten der Progression, über die wir hier nachdenken können. Die eine hast du jetzt angedeutet, dass man zunächst direktiver startet, insbesondere dann, wenn die Lernenden eben auch sehr stark nach solchen direktiven Vorschlägen fragen und vielleicht auch dieses non-direktive Vorgehen noch nicht gut vorbereitet sind. Aber auch dort kann dann von Anfang an, können dann Elemente der Selbststeuerung eingebaut werden, dass man sagt, am Ende, nachdem man bestimmte Strategien vielleicht sogar ähnlich wie im Unterricht vermittelt hat, also relativ stark direktiv auch vorgestellt hat, dass dann aber doch zumindest eine Evaluation erfolgt. Hilft das jetzt der Person? Also, dass sie das evaluiert und sagt, ja, ich weiß jetzt, wie das geht, und ich habe gemerkt, das hilft mir sehr oder es hilft mir nicht. Vielleicht passt es auch gar nicht zu meinem Lernstil. Vielleicht kenne ich andere Strategien, die mir stärker Unterstützung bieten. Und dann ist es wichtig, dass eben hier schon so erste
Elemente der Selbststeuerung dann angesetzt werden, dass die Lernenden die Entscheidung selbst treffen, ob sie so eine Strategie weiter verwenden wollen. Und das wäre eben ein relativ stark direktiver Beginn, der dann sich langsam aber sicher doch auch zu einem non-direktiveren Beratungskonzept entwickeln kann, oder Beratungsvorgehen wäre wohl richtiger zu sagen. Also das wäre die eine Möglichkeit, hier so eine gewisse Entlastung am Anfang vielleicht anzubieten. Der andere Gedanke zu einer Progression ist, dass Strategien sicherlich auch unterschiedlich komplex sind. Und es geht eben auch darum zu fragen, einerseits, welches Problem soll die Strategie lösen? Also das Problem, das durch die Strategie gelöst werden soll, müsste eben auch dem Lernstand entsprechen. Also in unserem Fall jetzt beispielsweise den Lese- und den Schreibkompetenzen, aber natürlich auch der mündlichen Kompetenz von Zweitsprachenlernenden. Und dann ist die Frage, wie komplex ist eigentlich der Lösungsweg für dieses Problem? Also auch da gibt es natürlich kognitiv unterschiedlich anspruchsvolle Strategien, und ein Wörterbuch zu benutzen ist beispielsweise eine relativ komplexe Aktivität, und das könnte eben auf einfachen Stufen so aussehen, dass ich vielleicht erstmal mit einem Bildwörterbuch oder auch vielleicht mit digitalen Hilfsmitteln mündlicher Art dann die Wortbedeutung ermittle. Also da kann man sich überlegen, und das ist tatsächlich auch aktuell Gegenstand der Forschung, darüber stärker nachzudenken, wie wir Strategien auch in ihrer Schwierigkeitskomplexität stufen können. Dazu gibt es noch vergleichsweise wenig Überlegungen, aber wir haben beispielsweise im Laslium-Projekt des Europarats angefangen, auch an solchen Stufen zu arbeiten. Okay, das ist dann eine Lernberatung, das erinnert mich sehr stark an das LLB-Projekt, was du erzählt hast, gerade am Anfang, also Strategievermittlung. Du hattest ja auch den Unterricht vorhin auch erwähnt, als ein möglicher Kontext, wo man auch Strategien vermitteln kann von Lehrkräften. Und dann den Unterschied eben, vielleicht wird es im Unterricht nicht so thematisiert, dass man darüber nachdenkt, was es für einen persönlich bringt oder nicht bringt. Ist das sozusagen der Unterschied? Also Lernberatung im Sinne des LLB-Beratungskonzeptes als eine Möglichkeit, gezielt, systematisch Strategien zu vermitteln oder aufzunehmen, die oder wieder aufzugreifen, die vermittelt worden sind im Unterricht, plus ein Nachdenken darüber, inwiefern ich das brauchen kann oder nicht? Ja, teilweise ja, aber die Stärke der Lernberatung liegt ja insbesondere darin, dass sie individuell stattfindet und auch in einem geschützten Rahmen und Selbstinitiative auch aufgesucht wird von den Personen, die eben eine Lernberatung wünschen. Das heißt, es gibt hier den Wunsch nach Beratung, es gibt die selbstinitiierte Annehmen eines Angebots, eines Beratungsangebots. Und das heißt, dass in diesen Gesprächen zunächst einmal auch wirklich über die Hoffnung, Wünsche, Ziele, Motivationen, also das, was wir in der Forschung auch L2-Self nennen, also die Vision, die ich selbst von mir habe als Sprecherin der Zielsprache, also in unserem Fall jetzt des Deutschen. Also was möchte ich eigentlich auf Deutsch erledigen können? Wer möchte ich sein in deutscher Sprache? Welche Handlungsfelder möchte ich ausfüllen, in denen ich Deutsch spreche? Und dann gibt es vielleicht andere Bereiche meines Lebens, in denen ich andere Sprachen benutze. Und hier geht es in der Lernberatung zunächst einmal darum, festzustellen, für welche Aufgabenbereiche oder Handlungsfelder oder Domänen, sagen wir auch manchmal dazu, in Anlehnung an den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen. Also was genau möchte die Person eigentlich lesen, schreiben? Welche Art von literaler Praxis möchte sie da auch entwickeln? Und was hat sie vielleicht auch beobachtet bei anderen Personen, die Schrift benutzen, dass sie in ähnlicher Weise auch können möchte? Also das Ausgehen von den eigenen Zielen und das individuelle Gespräch, das ist ja natürlich nochmal eine ganz andere Kategorie als der Unterricht in der Gruppe mit mehreren Personen, in denen natürlich auch eigene Ziele und Bedürfnisse und Wunschvorstellungen eine Rolle spielen, aber nicht in dem Maße spielen können, wie das in einer individuellen Lernberatung tatsächlich vorgesehen ist. Ist dann die Lernberatung etwas, was, du hast ja gerade erzählt, die Lernberatung wird aufgesucht. Das heißt, sie muss von der Person ausgehen, die Beratung sucht. Das heißt, die Lernberatung ist nicht für jede Person etwas,
sondern es ist ein sowas wie ein ergänzendes System zum Unterricht. Kann man das so sehen oder ist das eigenständig und genauso gleichbedeutend und gleichwertig wie, wie Unterricht? Häufig ist es natürlich so, dass Leute aus dem Unterricht in die Lernberatung hineinfinden, weil sie über den Unterricht von der Lernberatung erfahren. Aber grundsätzlich denken wir das als wirklich zwei unabhängige Angebote. Und grundsätzlich ist die Sprachlernberatung ja auch eng verknüpft mit der Vorstellung, dass jemand auch ohne Unterricht eine Sprache erwirbt oder auch gesteuert lernt, zum Beispiel mit einem Tandempartner oder mit Materialien, die man eben sich sucht und mit denen man eigenständig oder auch mit Partnern außerhalb einer Unterrichtskonstellation, Kolleginnen oder Kollegen, Freunde oder andere Personen, also dass man sich der Sprache selbstgesteuert nähert, ohne unterrichtliche Angebote. Aber wir haben jetzt im Lelebe-Projekt eben sehr eng mit den Kursträgern zusammengearbeitet bei der Entwicklung dieses Sprachlernangebots. Und da war eben dieser enge Zusammenhang gegeben. Und wir hatten auch immer im Hinterkopf, dass wir Materialien entwickeln, die dann auch Kursleiterinnen bei beratenden Elementen in ihrem Unterricht unterstützen. Deshalb habe ich das Ganze eben sehr stark in dieser Verbindung gedacht. Grundsätzlich müssten wir das aber doch wohl als zwei eigenständige Angebote konzipieren. Mhm. Kannst du konkrete Beispiele geben, wie eine Lernberatung in dem Integrationskurs aussieht letztlich? Also so ein beispielhaft ein bisschen skizzieren, wie man sich das so vorstellen kann. Gibt es eine Phasierung, also gibt es Phasen in der Lernberatung nach dem Lelebe-Konzept oder in der Lernberatung von, für zugewanderte Menschen? Wie läuft die ab? Ja, also wir haben uns im Lelebe-Projekt sehr stark an dem Kalar-Modell von O'Malley und Chameau orientiert. Das hatten sie schon in den 90er Jahren vorgelegt. Und das sieht eben bestimmte Phasen für so eine Strategievermittlung vor. Das war Kern unseres Beratungskonzepts. Aber natürlich ist die Beratung umfassender und beginnt mit dieser Phase, die ich eben schon beschrieben habe, dass man über die Ziele, über die Wünsche, über die L2-Selves der Betroffenen spricht und eben auch verabredet, in welchen Bereichen man überhaupt die Beratung ansetzen will, also welche Kompetenzen man fokussieren will. Dazu gehört natürlich auch den Lernstand in diesem Bereich der Betroffenen oder der Ratsuchenden, der Klienten und Klientinnen zu erheben. Dann wird typischerweise auch über Lernstile gesprochen. Also man fragt, wie die Personen sich besonders gerne neuen Informationen nähern, also ob sie die gerne visuell oder akustisch aufnehmen, ob sie gerne allein lernen in Ruhe oder ob sie lieber in Gruppen und in Gesprächen mit anderen Personen lernen. Also dahinter stecken Konzepte, die wir aus der theoretischen Diskussion um Lernstile kennen und die natürlich auch wichtig sind, um sie dann in die Beratung einzubeziehen. Und nach diesen vorbereitenden Phasen haben wir dann im Lelebe-Konzept tatsächlich diese Strategievermittlung mit den verschiedenen Phasen des Kalar-Modells, also das Präsentieren einer Strategie, die eben bei diesem Problem hilfreich sein könnte, aber auch nicht nur das abstrakte Erklären einer solchen Strategie, sondern auch das konkrete Modellieren, dass man das wirklich auch zeigt. Ich hatte vorhin kurz angesprochen, das Beispiel der Vokabelkärtchen, die in einem Kasten sortiert werden, danach, ob ich sie schon gut kann oder ob ich sie noch üben will oder ja, auch Lesestrategien hatten wir kurz angesprochen. Also sowas könnte dann konkret modelliert werden. Anschließend muss es in einer nächsten Phase extensiv geübt werden. Und da sehen wir häufig auch in anderen Bereichen der Fremdsprachendidaktik, dass die Übungsphase sehr kurz ausfällt. Aber natürlich muss es so lange geübt werden, dass es wirklich automatisch gelingt. Sonst können die Lernenden nicht sinnvollerweise diese Strategien evaluieren. Erst wenn es ihnen gelingt, die Strategien mehr oder weniger automatisch auch einzusetzen, das heißt wahrscheinlich nach mehreren Wochen des Erprobens, des Übens, des Automatisierens, erst dann ist es sinnvoll zu fragen, ob diese Strategie sich jetzt eigentlich als nützlich erweist. Denn in der ersten Phase ist sie natürlich noch ungewohnt und kann den Lernprozess noch nicht spürbar verbessern. Aber nach einer gewissen Zeit sollten die Lernenden in der Lage sein, zu entscheiden, ob das etwas ist, was sie in ihrem strategischen Repertoire behalten wollen oder ob das etwas ist, was sie mit anderen Strategien auf anderen Wegen vielleicht besser und angenehmer oder erfolgreicher bewältigen können. Mhm.
Ja, das hört sich jetzt doch sehr, sehr stark und so habe ich mir das auch vorgestellt nach Lernen. Also sozusagen, das ist das Ziel der beratungsgebenden Person, das Lernen zu vermitteln, zu thematisieren. Die Teilnehmenden werden aber vermutlich nicht mit dem Ziel lernen zu lernen, sondern sie haben ein sprachliches Problem. Das heißt, es gibt da offenbar einen Unterschied in den Zielsetzungen. Ne? Die beratungssuchende Person kommt mit einem Plusquamperfekt und Problem dort, jetzt überspitzt gesagt, und die beratungsgebende Person hat überhaupt kein Interesse eigentlich daran, ein Plusquamperfekt zu erklären, wie im Unterricht. Das wäre ja ein 1 zu 1 Unterricht, sondern möchte vielleicht in Richtung eher lernen gehen. Verstehe ich das so richtig? Da bin ich jetzt nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Die Lernenden kommen ja typischerweise nicht mit einem Problem wie Plusquamperfekt, sondern eher mit einem Problem wie, also nehme ich an, es mag auch einzelne Lernenden geben, die mit solchen Begriffen möglicherweise kommen oder mit bestimmten anderen linguistischen Konzepten, die sie im Kurs kennengelernt haben oder auch an anderer Stelle. Aber in der Regel werden sie wohl mit Alltagsproblemen kommen, dass sie eben bestimmte Textsorten nutzen wollen, also möglicherweise, dass sie ihre Termine organisieren wollen und planen wollen und eintragen wollen, dass sie beobachtet haben, wie andere Personen eben mit solchen Kalendern und Wochenplanern umgehen und dass sie sagen, das wäre jetzt auch nützlich. Oder dass sie sagen, im Bereich Bildung meiner Kinder, da möchte ich bestimmte Dinge lesen können oder möchte ich bestimmte Nachrichten auch schreiben können. Oder eben stärker auch im öffentlichen Bereich, dass man sagt, wenn ich zu Ärzten gehe, da will ich bestimmte Situationen mündlich meistern können, da will ich mich darauf vorbereiten, weil es eben so wichtig ist. Das sind so Probleme aus dem Alltag, mit denen Lernenden in die Beratung kommen könnten. Und dann würde man eben überlegen, welche Lernziele hier jetzt hilfreich sind. Also man könnte dann beispielsweise verabreden, dass man bestimmte mündliche Formulierungen vorbereitet, wenn gewisse Schriftsprachkenntnisse da sind, die vielleicht auch schon fixiert als kleine Gerüste für die Konversation, so dass man sie noch mal rausziehen kann, bevor man zum Arzt geht oder wenn man im Wartezimmer sitzt, sich nochmal diese kleinen Kärtchen anschauen kann mit den Formulierungshilfen, die man sich zurechtgelegt hat, um dann diese Situation eben mündlich gut zu bewältigen. Okay, also jetzt, ich versuche das mal zusammenzufassen für mich, mal sehen, ob ich das so richtig verstanden habe. Die beratungssuchende Personen kommen mit einem eher mit einem Problem im sprachlichen Handeln, im gesellschaftlich relevanten sprachlichen Handeln. Sie möchten etwas bewältigen können, sprachlich, zweitsprachlich, schaffen das nicht. Kommen dann in die Lernberatung und bekommen dann von der Lernberatung oder erarbeiten sich dann in der Lernberatung bestimmte Strategien, wie sie mit diesem konkreten Problem umgehen könnten. Das wären also beispielsweise Kommunikationsstrategien oder wie ich mit so einem kleinen Zettelchen in einer bestimmten Situation sprachlich handeln kann. Ja, genau. Ich finde, das ist gut zusammengefasst. Es ergibt sich dabei natürlich die Problematik, dass manchmal die Vorstellung dessen, was bewältigt werden soll, nicht erreichbar sind. Also dass Wünsche oder Vorstellungen bestehen, die eben mit bestimmten sprachlichen, also mündlichen, meine ich jetzt, Kenntnissen oder auch mit bestimmten Lese- und Schreibkompetenzen noch nicht erreichbar scheinen. Ja, dann ist es auch wichtige Aufgabe einer Lernberaterin oder eines Lernberaters, darüber ins Gespräch zu kommen, was in der Zone der nächsten Entwicklung liegt, also was möglicherweise als Ziel erreichbar ist und gemeinsam auch Ziele zu verabreden, die eben einerseits realistisch sind, also wo zu erwarten ist, dass innerhalb der nächsten Wochen und Monate hier eben auch tatsächlich Erfolge zu verbuchen sind und gleichzeitig müssen das attraktive Ziele sein für die Ratsuchenden, die eben auch noch stark verbunden sind mit den ursprünglich genannten Zielen. Also, um das nochmal etwas prägnanter zusammenzufassen, manchmal sind die Zielvorstellungen zu ambitioniert der Ratsuchenden und dann müssen sie gemeinsam mit der Beraterin heruntergebrochen werden.
gut, das sind dann, und das, was ich vorhin zusammengefasst hatte, das bezog sich eher auf Kommunikationsstrategien außerhalb des Kurses. Mhm. Gibt es auch Fälle, wo eine Person zu dir kommt und ein Lernproblem im Kurs hat und sagt, das möchte ich behandeln? Das heißt, wird in Lillibe ein Beratungsprozess, werden nur Kommunikationsstrategien vermittelt oder auch Lernstrategien für den Kurs? Mhm. Ja, das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Unterscheidung, über die wir sprechen müssen. Einerseits die Sprachgebrauchsstrategien, Lesestrategien, Schreibstrategien und auch die mündlichen Kommunikationsstrategien. Und auf der anderen Seite eben die Lernstrategien. Denn wenn jetzt in einem, zum Beispiel in einem Kurssetting, in einem formalen Lernprozess bestimmte Lernprobleme auftauchen, auch das können wir natürlich durch strategische Aktivitäten sehr stark unterstützen. Und da kann man sich vorstellen, dass zum Beispiel Probleme mit dem Gedächtnis benannt werden. Ich kann mir diese vielen Wörter einfach nicht merken oder ich lerne sie heute und ich habe sie morgen vergessen. Und dann kann man anfangen, eben über verschiedene Möglichkeiten des Vokabellernens zu sprechen und über Gedächtnisstrategien zu sprechen. Oder es könnte sein, dass jemand sagt, die Grammatik ist so schwer und ich verstehe überhaupt nicht, wenn die Lehrerin da von den Artikeln spricht, was das soll. Und ich würde gerne da in solchen Phasen eben auch souveräner mitmachen können und mitreden können und vor allen Dingen auch damit denken können und profitieren können von diesen Phasen des Unterrichts. Auch dann können natürlich Strategien zum Beispiel zum Grammatiklernen, das Systematisieren von Formen oder der Vergleich mit der Erstsprache und viele andere benannt werden. Und es ist aber wichtig, die dann eben tatsächlich auch, wie schon gesagt, konkret dann auch vorzuzeigen und gemeinsam einzuüben, weil das eben so komplex ist, dass das mit einem einmaligen Vorstellen sicherlich nicht getan ist, sondern dann wirklich auch, ja, die Lernenden bzw. die Ratsuchenden müssen diese Strategien dann wirklich auch kennenlernen, um das Potenzial dieser Strategien auch zu erahnen und zu erspüren und zu erfahren. Also das Lillibe-Projekt oder das Lillibe-Lernberatungskonzept hat offensichtlich sehr stark die Strategien im Blick und vermittelt Strategien für die Sprachverwendung, also Sprachverwendungs- oder Kommunikationsstrategien und Strategien für den Lernprozess, beispielsweise im Kurs oder zu Hause, immer dann, wenn ein gezielter Lernprozess stattfindet. Wir hatten vorher aber auch darüber gesprochen, dass solche komplexe Ziele immer eine Progression brauchen. Und in dem Zusammenhang gibt es natürlich Kriterien, die üblicherweise in der Literatur zur Festlegung von Progression diskutiert werden. Ein Kriterium wäre die Komplexität. Ein Kriterium ist zum Beispiel die Vorkommenshäufigkeit. Ein weiteres Kriterium wäre die Anwendungsbedeutung für die Person, ja. Um nur drei Kriterien zu nennen. Kann man aufgrund oder auf der Grundlage dieser Kriterien beispielsweise schon festlegen, ob Kommunikationsstrategien zuerst vermittelt werden sollten und dann Lernstrategien oder umgekehrt, oder ergibt das keinen Sinn? Mhm. Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich beginne mal mit dem ersten Kriterium der Komplexität. Wir haben das empirisch noch nicht hinreichend erforscht. Wir haben aber jetzt durchaus aufgrund der Erfahrungen in den verschiedenen Kursen und auch dem Austausch auf europäischer Ebene versucht, die Komplexität von Strategien zu modellieren. Und zwar in diesem Leslie-Projekt, von dem ich schon gesprochen hatte. Dort werden in einem Dokument des Europarats also verschiedene Schwierigkeitsstufen für Strategien und insbesondere Kommunikationsstrategien angegeben. Aber die anderen Kriterien sind natürlich genauso wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt nicht auf der Ebene eines supranationalen Rahmencurriculums mich bewege, sondern wirklich bei der Kursplanung in einer Institution oder sogar als Kursleiterin für einen bestimmten Kurs, dann muss ich insbesondere mit genauem Blick auf die Zielgruppe fragen, welche Strategien hier wichtig sind, welche Kommunikationsstrategien für den Alltag wichtig sind, welche Lernstrategien für die Effektivierung des formalen Lernens im Unterrichtsgeschehen aussichtsreich sind. Und da ist es häufig natürlich so, dass wir insbesondere bei den Personen, die noch geringe Zweitsprachenkenntnisse, also mündlicher Art haben, sehr stark eben den Blick auf den mündlichen Zweitspracherwerb richten müssen, weil das zur Bewältigung des Alltags eben eine besonders hohe Dringlichkeit hat und auch für das Erlernen des Lesens und Schreibens die Grundlage bildet. Und insofern wird man in vielen Fällen vielleicht zu der Einsicht kommen, dass jetzt Kommunikationsstrategien bei Personen, die sich noch mündlich im A1-Bereich bewegen, vielleicht Vorrang haben
vor Lernstrategien, weil wir eben auf diese Art und Weise den natürlichen Erwerb in entsprechenden deutschsprachigen Kontaktsituationen besonders gut unterstützen können. Aber grundsätzlich lässt sich diese Entscheidung so natürlich nicht treffen. Denn wenn ich jemanden habe, der bereits sehr gut mündlich spricht und bestimmte Lernprobleme anspricht oder eben auch bestimmte Verhaltensweisen im Kurs zeigt, bei denen die Kursleiterin denkt, hier kann man wirklich sehr effektiv unterstützen, indem man Lernstrategien vorstellt, dann wird das Sinn machen. Also das heißt, diese Kriterien, wie dringlich brauche ich das fürs Leben, also wie relevant ist das in bestimmten Lebenssituationen, in denen ich häufig Deutsch spreche oder lese und schreibe, das wird im Zentrum der Diskussion stehen müssen, um eine Progression im Kursgeschehen festzulegen. Das heißt, kann man nicht auf abstrakter Ebene, ich glaube, die kann man jetzt nicht europaweit sozusagen für alle erwachsenen Migrantinnen und Migranten festlegen. Das macht keinen Sinn. Das muss bei der Entwicklung von Szenarien, von Unterrichtskonzepten, muss das geschehen. Also das bedeutet, die Progression wird letztlich von der beratungssuchenden Person festgelegt durch die eigene Anwendungsmöglichkeiten. Ja, die beratende Person wird sich ja ein Bild davon machen in dieser ersten Phase des Kennenlernens, welche Art von strategischen Verhaltensweisen bereits eingesetzt werden. Und dann hat man ja schon einen Eindruck auch von der Komplexität der Lösungswege, aber eben auch von der Komplexität der Probleme, die schon erfolgreich angegangen werden und auch schon erfolgreich in den Blick genommen werden. Und insofern muss ich aus meiner Sicht, ja, da gebe ich dir recht, da muss ich die ratsuchende Person durchaus auch im Hinblick auf die Komplexität der Strategien, also sie wählt sicherlich aus bei der Beratung, wenn sie Vorschläge macht. Sie wird mehrere Strategien natürlich vorstellen, nicht nur eine einzige. Und die werden vielleicht auch gewisse Komplexitätsunterschiede haben, aber im Wesentlichen muss sich, denke ich, schon auf eine Diagnose des strategischen Lernverhaltens dabei beziehen. Anders kann ich es mir kaum vorstellen. Ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann für die spezielle Zielgruppe Menschen, die zugewandert sind und im Integrationskurssystem arbeiten und unterrichtet werden, auch wenn der Integrationskurs sehr umfangreich ist im Vergleich zu anderen Angeboten, zum Beispiel in der Grundbildungsarbeit, ne, mit vielleicht 4 Stunden in der Woche. Aber gerade wenn man ein solches Beispiel hätte, 4 Stunden in der Woche Kurs, dann würde man sagen, die Musik spielt sich außerhalb des Kurses ab. Also die Möglichkeit des Lernens ist eindeutig außerhalb des Kurses gegeben. Da sind natürlich die Kommunikationsstrategien sehr wichtig. Also das wäre natürlich für mich jetzt erstmal ein Fazit, dass etwas anderes wäre jetzt, was sich für mich aufdrängt und auch vielleicht die ganze Zeit, worüber ich nachdenke, ist, das hört sich nach einer sehr, also die Lernberatung hört sich im Lillebeck-Konzept nach einem sehr sprachlich anspruchsvollen Prozess. Und wir haben es ja mit Menschen zu tun, die Deutsch als Zweitsprache vielleicht auf A1-Niveau oder noch oder gar nicht mal das A1-Niveau haben oder A2. Im Integrationskurs mit Alphabetisierung maximal eigentlich in der Regel A2. Ist das möglich? Wo sind dann die Grenzen? Wie weit kann man da kommen? Oder was sind die Alternativen, die Möglichkeiten, das trotzdem noch hinzubekommen? Ja, also das ist ausgesprochen schwierig bis unmöglich, auf A1-Niveau in der Zielsprache die Lernberatung durchzuführen. Wir waren im Lillebee-Projekt aus verschiedenen Gründen in der Situation, dass wir zwar mehrsprachige Materialien anbieten konnten, aber dass wir nur in der Zielsprache Deutsch beraten konnten. Das hat auch dazu geführt, dass man da stärker direktiv dann vorgehen musste. Aber das ist wirklich aus meiner Sicht im Rückblick eine Schwachstelle des Projekts. Und es ist ungeheuer wichtig, dass wir Sprachlernberatung in der Erstsprache durchführen. Man kann sich weltweit den Fremdsprachenunterricht anschauen, den Deutsch als Fremdsprachenunterricht. Und dann wird man feststellen, dass nirgendwo auf der Welt, auch mit sehr bildungserfahrenen Personen, Sprachlernstrategien in der Zielsprache auf A1-Niveau thematisiert werden. Es wird selbstverständlich überall, also geschieht der Rückgriff auf die Erstsprache, um über diese komplexen Phänomene eben sich erfolgreich zu verständigen. Das sind ja neue Verhaltensweisen, die hier sprachlich vermittelt werden sollen. Und insofern ist es ausgesprochen wichtig,
dass wir die Sprachlernberatung in den Erstsprachen anbieten. Und wir haben im CASA-Projekt im Rahmen der Sprachlernberatung, die im Unterricht stattfindet, also sagen wir Beratungselementen im Unterricht, eben gesehen, dass die Lernenden immer wieder betonen, wie wichtig es ist, über das Lernen auch in ihrer Erstsprache zu sprechen und das, wie stark es sie eben unterstützt. Und insofern würde ich sagen, ja, selbst auf B1-Niveau würde ich noch in Frage stellen, ob die Lernberatung in der Zielsprache geschehen kann, sinnvollerweise. Aber da kommen wir in einen Bereich, wo man möglicherweise darüber nachdenken kann. Aber bei der großen Gruppe derjenigen, die auf A1- und A2-Niveau sich mündlich bewegen, und das sind ja große Teile unserer Kursteilnehmerinnenschaft in Integrationskursen mit Alphabetisierung, da muss meines Erachtens das Sprachlernberatungsangebot in der Erstsprache her. Du hast gerade gesagt, ihr hattet auch Materialien in verschiedenen Erstsprachen. Ja. Waren das Materialien, wie kann man sich das vorstellen, waren das Materialien, die einfach nur übersetzt wurden auf der Grundlage der Materialien in der Zielsprache Deutsch, oder waren das eigenständige Materialien? Waren die Materialien Deutsch und zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, eine andere Sprache, 1:1 übersetzt worden, gleich, identisch? Ja, ich fürchte, das ist der Fall. Also wir haben sie in deutscher Sprache entwickelt und wir haben sie dann tatsächlich übersetzt, zum Beispiel ins Türkische oder ins Arabische, und haben dann zum Beispiel ein Strategieposter, das eben eine bestimmte Lernstrategie auch festhalten soll mit einem Namen, und wir hatten Fotogeschichten verwendet, wo man dann eben so die einzelnen Schritte der Strategien auch sieht. Das ist tatsächlich 1:1 dann übersetzt worden und auch auf Türkisch oder Arabisch in schriftlicher Form als Poster, aber auch eingesprochen zum Anhören dann bereitgestellt worden. Aber da kann man jetzt natürlich einen Schritt weitergehen und kann jetzt eben auch im sprachspezifischen Vergleich, zum Beispiel Türkisch-Deutsch im Unterschied zu Arabisch-Deutsch oder Farsi-Deutsch, kann man jetzt eben genauer auch auf die sprachspezifischen Kontraste, also bei diesen Paaren, bei diesen Sprachenpaaren eingehen. Und das bedeutet, dass wir hier natürlich wirklich auch noch Möglichkeiten haben, wirklich diese Beratungskonzepte in linguistischer Hinsicht zu professionalisieren und zu verbessern. Und da würde ich nochmal das CASA-Projekt erwähnen. Da haben wir eben in bestimmten Bereichen schon sehen können, wie eben das Fokussieren bestimmter Sprachkontraste für die eine Sprache strategisch gut anzugehen ist und für die andere Sprache eigentlich nur die Sache unnötig komplex macht, weil es kein Lernproblem darstellt oder weil bestimmte Phänomene in der anderen Sprache gar nicht auftauchen. Das heißt, wir müssen in Zukunft, glaube ich, tatsächlich diese Sprachlernstrategien auch stärker in kontrastiver Hinsicht denken, pädagogisch ausgestalten. Naja, und vor allen Dingen eben auch im Gespräch über die Strategien diese Erstsprachen verwenden. Das erscheint mir wichtig. Kontrastiv bezieht sich in der Regel, also in dem Zusammenhang hätte ich jetzt gesagt, auf Sprachvergleichen. Gibt es auch Kontrastivität bei Strategien? Gibt es unterschiedliche Strategien, die man in einem Land in der Kommunikation verwenden würde, und oder eine Lernstrategie? Also ich hatte jetzt zunächst einmal an die Lernphänomene gedacht, die eben aus dem Sprachvergleich entstehen, und dass man dann sagt, also bestimmte Phänomene kann ich eben bestimmten Strategien gut bearbeiten. Und dazu ist eben erstmal wichtig zu wissen, ob das Türkische oder das Arabische eben überhaupt die Vergleichsbasis bildet. Sonst brauche ich die Strategie Sprachvergleich an der Stelle gar nicht ins Spiel zu bringen. Aber deine Frage verstehe ich jetzt noch anders und die finde ich jetzt wirklich interessant. Also nach der Kulturspezifik von Kommunikations- und Lernstrategien zu sprechen. Und es gab eine Phase in der Strategieforschung, in der man sehr stark eben Aussagen getroffen hat über Lernergruppen in bestimmten Ländern. Da wurde eben häufig auch das Konzept der Nation ins Spiel gebracht, und dann wurde gesagt, Japaner und Japanerinnen lernen eben anders als häufig eben Europäerinnen oder bestimmte Gruppen in Europa oder so. Und dann wurde gesagt, wir haben hier eben bestimmte kulturelle Präferenzen in Bezug auf die Lernwege, eben bestimmte Lerntraditionen. Es ist wichtig, eben unterschiedliche Strategien auch hier
gelten zu lassen. Und diese Art von Herangehensweise ist aber doch in den letzten Jahren sehr stark auch kritisiert worden in ihrer pauschalisierenden Herangehensweise. Und wir gehen heute eben sehr viel stärker in der Strategieforschung davon aus, dass wir wirklich individuell schauen müssen. Also wir können jetzt nicht sagen, nicht pauschalisieren, dass beispielsweise muslimische Lernerinnen besonders gut über das Ohr oder über das Nachsprechen aufgrund bestimmter religiöser Praktiken, die sie kennen oder kultureller Gegebenheiten, dass das der Lernweg ist, sozusagen, der für diese Zielgruppe zu empfehlen ist. Und wir müssen schon individuell uns wirklich mit den Ratsuchenden genauer auseinandersetzen und ihre Lernstilpräferenzen individuell kennenlernen. Okay. Kommen wir nochmal zurück zur Sprache und zur Bedeutung der Sprache in der Lernberatung. Du hast ja sehr deutlich gemacht, dass eine Lernberatung in der Zielsprache Deutsch eigentlich auf A1, A2 Niveau kaum denkbar ist, sogar vielleicht auf B1 Niveau. Und eine mögliche Alternative ist eben, wenn ich das richtig verstanden habe, beratende Personen zu wählen, die die Sprache der beratungssuchenden Person beherrschen und in der Mündlichkeit die Beratung in der Erstsprache durchführen, in der Erstsprache der beratungssuchenden Person. Da noch gedacht, also wenn ich jetzt Lernprozesse, Sprachen lerne, auch als Möglichkeit, das Denken zu entwickeln, verstehe und sage, Menschen in ihren Möglichkeiten, die Welt zu betrachten, die Welt zu klassifizieren, Prozesse zu beobachten und überhaupt wahrzunehmen, da spielt die Sprache eine wichtige Rolle dabei. Da gibt es ja etliche Modelle, die das eigentlich zeigen. Kann man davon ausgehen, dass jemand, der sich über Lernen unterhält, auch in der Erstsprache und trotzdem wenig Schulerfahrung oder gar keine Schulerfahrung hatte und all diese Prozesse auch der Gedankenbildung oder des Denkens auch möglicherweise nicht erlebt hat, von der Lernberatung profitieren kann? Ist die Frage? Ja, ich bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Also geht es ein, es könnte einerseits darum gehen, ob wir wirklich die Erstsprache dazu brauchen, um unser Denken zu entwickeln. Und da würde ich antworten, wir brauchen auf jeden Fall die Erstsprache. Denn das die metakognitive Überwachung und Steuerung und auch die Aneignung neuer strategischer Vorgehensweisen, die ist in der Erstsprache sehr viel einfacher. Und wir sehen in vielen Bereichen der Zweitsprachendidaktik, dass eben bestimmte Murmelphasen in der Erstsprache zur kognitiven Bearbeitung, zum Denken bereitgestellt werden. Und danach kommt dann dieser schwierige Schritt, auch in der Zweitsprache bestimmte Lösungen anzubieten oder zu formulieren oder das, was man erdacht hat in der Erstsprache, dann auch in der Zweitsprache umzusetzen. Das könnte eine Antwort auf diese Frage sein, aber möglicherweise habe ich sie nicht. Ja, ich glaube, ich habe das nicht richtig formuliert. Vielleicht mache ich das mit einem parallelen Beispiel. Also wir haben eine Person im Kurs, die mit Fachtexten nicht zurechtkommt, und dann sage ich, ist doch kein Problem, dann übersetzen wir den Text ins Türkische. Und stelle fest, dass im Türkischen die Person mit dem Fachtext im Türkischen genauso wenig zurechtkommt. Es ist nicht ein Problem sozusagen der Übersetzung, sondern von bestimmten Kompetenzen in der L1 oder in der L2, das nämlich mit fachsprachlicher Kompetenz zusammenhängen. Und in dem Zusammenhang, wenn man das Ganze überträgt auf das Lernen. Und jetzt wäre eine, vielleicht provokativ gedacht oder provokativ gesagt, auch die Beratung, eine Lernberatung, die das Thema Lernen in den Mittelpunkt stellt, ist schwer genug in der Erstsprache. Oder habt ihr das so nicht beobachtet? Also wir haben ja leider diese Erfahrung mit der erstsprachlichen Beratung noch gar nicht gemacht. Wir haben eigentlich vor allen Dingen die Grenzen der zweitsprachlichen Lernberatung erfahren und beschrieben.
Aber ich denke, es ist ganz wichtig festzuhalten, dass die Sprachlernberatung in der Erstsprache oder eben auch im Hinblick auf erstsprachliche Lese- und Schreibkompetenzen, was ja vielleicht auch nochmal eine etwas andere Ausrichtung jetzt der Beratung ist, also dass wir diese Entwicklung noch vollziehen müssen. Das heißt, wir haben bisher, angeleitet durch das Integrationskurssystem, sehr stark eben monolingual agiert. Und das muss sich ändern. Und ich hoffe auch, dass das Leslie-Projekt dazu einen Beitrag leisten kann, indem es eben den Bereich der Mediation und die plurilingualen Kompetenzen sehr stark auch in den Vordergrund rückt. Und natürlich ist es hilfreich, als eine Strategie auch in der Erstsprache, also beispielsweise auf Türkisch, vergleichbare Texte zu lesen, im Hinblick auf das Vorwissen, das mich dann bei meinen Leseprozessen und den ganzen Top-Down-Aktivitäten, die dabei ablaufen, unterstützt. Also ich brauche das Vorwissen einerseits über das Thema. Es ist gut, wenn ich schon viele Texte in der Erstsprache zu diesem Thema gelesen habe und mich dann dem zweitsprachlichen Text zu nähern. Es ist aber auch im Hinblick auf die Kompetenzen, den Transfer von Kompetenzen, den du, glaube ich, eben auch in deinem Beitrag angesprochen hast, wichtig, dass ich eben bestimmte Phänomene der Bildungssprache oder des Fachtextes, der hier eben als Beispiel angeführt wurde, dass ich die bereits kenne, dass ich vertraut bin mit diesen Konzepten, weil ich sie dann natürlich sehr viel schneller in der Zweitsprache unter Berücksichtigung dieser zweitsprachlichen, lexikalischen und anderen Herausforderungen dann auch bewältigen kann. Also damit sind Registerfragen angesprochen, aber auch einfach Wissen um Genres, welche Art von Textbausteinen sind in bestimmten Fachtexten oder auch anderen Alltagstextsorten zu erwarten. Und je mehr Erfahrung ich damit in der Erstsprache schon sammeln konnte, die ich eben mündlich perfekt beherrsche und in der ich vielleicht auch schon ausgeprägtere Lese- und Schreibkompetenzen erworben habe als im Deutschen, all das unterstützt dann den Alphabetisierungsverlauf in der Zielsprache Deutsch. Und dasselbe gilt natürlich auch für die Mündlichkeit. Auch hier kann ich bestimmte Register in der Erstsprache schon beherrschen und es wird es mir erleichtern, die entsprechenden sprachlichen Handlungen, Redemittel und so weiter in der Zielsprache Deutsch ebenfalls zu erlernen. Karin, du hast jetzt mehrmals das Wort Lasliam genannt. Was bedeutet das? Wofür steht Lasliam? Ah, das Leslie-Projekt, der Name stammt von dem Titel Literacy and Second Language Learning for the Linguistic Integration of Adult Migrants. Das ist ein sehr langer Titel, deswegen braucht man auch unbedingt diese Abkürzung Lasliam. Und die ist auch deshalb so schön, weil da Liam drinsteckt. Es gab nämlich vom Europarat Initiativen zum Themenfeld Linguistic Integration of Adult Migrants. Und insofern wird jetzt hier deutlich, dass dieses Projekt in der Tradition der Liam-Arbeiten stehen. Und gleichzeitig macht dieses LAS vorne eben deutlich, es geht um Literacy and Second Language Acquisition. Also es geht um beides, Schriftlichkeit und Mündlichkeit. Mhm. Und das ist ein Projekt, was vom Europarat dann ins Leben gerufen worden ist. Ja, genau. Wir konnten uns bewerben, also im Rahmen der Lesler-Konferenzen, auf denen eben solche Fragen von einer Fachcommunity diskutiert wurden, ist die Idee entstanden, ein solches Projekt dem Europarat vorzuschlagen. Und es ist dann unter der Koordination von Fernanda Minus gelungen, ein solches Projekt tatsächlich dort zu platzieren. Und wir sind jetzt mit einer kleinen Arbeitsgruppe seit 2018 dabei, eben die Erfahrungen, die europaweit in der zweitsprachlichen Alphabetisierungsarbeit gemacht wurden, zusammenzuführen. Zunächst haben wir sehr lange konzeptionell an Skalen gearbeitet, die den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen gewissermaßen nach unten verlängern, also A1 und Pre-A1, also unter A1-Niveau, nochmal weiter ausdifferenzieren auf 4 Stufen. Also die Leslie-M Levels 1 bis 4, wobei Leslie-M Level 4 dann ungefähr dem A1-Niveau des Referenzrahmens entspricht und Leslie-M Stufe 3 so ungefähr dem unter A1-Niveau, das ja neu eingeführt wurde mit dem Begleitband des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens, da ist auch ungefähr die Äquivalenz gegeben. Mhm. Das heißt, das Leslie-M-Konzept oder... Im Prinzip hört sich das wie ein Referenzrahmen an. Also sagen wir, das Leslie-M-Konzept verlängert
den europäischen Referenzrahmen. Es ist eine europäische, dann eine vom Europarat eine Veröffentlichung. Und wir können davon ausgehen, dass sobald sie veröffentlicht ist, möglicherweise genauso eine starke Wirkung entfalten wird wie der europäische Referenzrahmen europaweit mit Blick auf die Alphabetisierungsarbeit. Ist das deine Einschätzung auch? Ja, das ist... Oder deine Hoffnung? Ja, also zunächst mal vielleicht noch einen ganz kleinen Schritt zurück. Unsere Hoffnung ist vor allen Dingen auch mit diesem Lars-Liam-Referenzrahmen eben den europäischen Referenzrahmen, um einen zweitsprachdidaktischen Bereich stärker zu ergänzen. Also die Kritik am Referenzrahmen war eben auch, dass er sehr stark sich auf das Fremdsprachenlernen und auf bestimmte Bildungsgruppen bezieht. Und es ist schon sehr früh, schon 2003, von kritischen Stimmen angemerkt worden, dass es eben doch eine sehr starke Mittelschichtsorientierung aufweist. Das hat beispielsweise Hans Bakowski so festgehalten. Und das haben wir in vielen europäischen Ländern gesehen, dass eben für diesen wichtigen Bereich der Alphabetisierung keine entsprechenden Deskriptoren vorlagen. Und wir haben auch gesehen, dass es dazu führt, dass gering literalisierte Lernenden an Maßstäben gemessen werden, die vollkommen unangemessen sind. Also ich darf das Integrationskurssystem in Deutschland erwähnen. Also bis heute ist es eben so, dass keine adäquaten Leistungsüberprüfungen stattfinden. Also wenn ich einen Test absolvieren muss, bei dem ich die Mündlichkeit getestet wird auf der Grundlage schriftlicher Aufträge, ist es problematisch. Das Lars-Liam-Konzept wird vom Europarat irgendwann veröffentlicht, in diesem Jahr vielleicht, hoffentlich. Welche Hoffnung verbindest du mit dieser Veröffentlichung? Ja, also ich und auch die gesamte Arbeitsgruppe, auch die Kolleginnen und Kollegen, wir verbinden damit die Hoffnung, einfach der Diskussion europaweit nochmal neue Impulse zu geben und einfach sehr viel mehr Aufmerksamkeit auch für diese Lernenden zu erreichen. Also es hat sich durchaus einiges entwickelt in den letzten Jahren und an vielen Stellen sind eben auch Curricula entstanden und Lehrmaterialien entstanden. Aber es ist auch eben eine wirklich große Zielgruppe und sie verlangt oder sie verdient deutlich mehr Aufmerksamkeit, sowohl der Bildungspolitik als auch der Forschung. Also wir sehen, dass akademische Fremdsprachenlernerinnen sehr viel besser erforscht sind. Und gleichzeitig ist nicht zu übersehen, dass wir hier im Bereich der erwachsenen Migrantinnen und Migranten hochrelevante gesellschaftliche Phänomene, also Phänomene, die für die soziale Kohäsion in Europa ausschlaggebend sind. Also dass wir hier ein Problemfeld vor uns liegen haben, das dringend der Bearbeitung und der Aufmerksamkeit bedarf. Ja, und die konkreten Hoffnungen wären jetzt eben, dass die Integrationskurssysteme europaweit eben auch im Abgleich mit diesen Deskriptoren weiterentwickelt werden. Also wir geben Anregungen beispielsweise dazu, auch stärker digitale Kompetenzen einzubeziehen. Wir haben heute sehr viel über die Strategien gesprochen. Wir geben Impulse, auch die Strategien stärker einzubeziehen. Wir geben darüber hinaus Impulse, andere Formen des Assessments zu finden, also genauer auch hinzuschauen, also nicht immer nur zu schauen, hat jetzt jemand A1 erreicht oder nicht, sondern wirklich auch zu schauen, wie in diesem sehr langen und sehr komplexen und sehr aufwendigen und auch für die Betroffenen sehr anstrengenden Lernprozess Lernerfolge besser, genauer, also mikroskopischer betrachtet werden können. Also dass man sagen kann, ah ja, hier ist jetzt wirklich was passiert und hier sehen wir jetzt, dieser Schritt ist bewältigt, anstatt immer nur zu sagen, A1 ist immer noch nicht erreicht. Also das soll den Blick schärfen bei allen Betroffenen, auch bei den bildungspolitisch verantwortlichen Personen, was für ein aufwendiger und komplexer Lernprozess es ist, wie große Kursvolumina dafür bereitzustellen sind. Wir haben in dieser interessanten Studie von Rocker et al. 2020 gesehen, dass eben sehr viele Länder in Europa für die Alphabetisierungskurse ganz geringe Stundenvolumina anbieten, in denen also nicht ansatzweise erwartet werden kann, dass das Lesen und Schreiben erfolgreich gelernt werden kann auf der Grundlage einer solchen Förderung. Das heißt, die Hoffnung wäre, dass hier mehr Förderung, professionellere Curricula, individuell besser zugeschnittene Kursangebote, ein faireres Testen, ja, und eben auch eine Öffnung oder eine stärkere Akzentuierung des funktionalen Literacy-Begriffs geschieht. Also wir haben in diesen ersten
Jahrzehnten der entsprechenden Kursangebote doch sehr stark die technische Seite des Lesens und Schreibens beurteilt. Die Mündlichkeit wird langsam, aber sicher stärker in den Vordergrund gestellt. Durchaus nicht in allen Lehrwerken, aber in manchen eben schon, die lobend herauszustreichen wären. Ja, und in diesem Bereich ist eben jetzt auch noch einiges zu leisten im Hinblick auf die Entschuldigung, auf die soziale Seite des Lesens und Schreibens. Also dass wir Literacy wirklich nicht nur als Technik des Lesens und Schreibens begreifen, sondern als soziale Praktik, als Handeln, das eben deswegen auch dieser Anschluss an das Konzept des, der Handlungsorientierung, wie er im gemeinsamen europäischen Referenzrahmen auch thematisiert wird. Und die Hoffnung wäre, dass sich jetzt die Alpha-Kurse eben auch sehr viel stärker dem schriftsprachlichen Handeln im Alltag dann auch nähern. Aber es gibt auch Sorgen. Also es gibt natürlich auch die Sorge, dass ähnlich wie wir das gesehen haben beim gemeinsamen europäischen Referenzrahmen, der dann eben für einwanderungspolitische Zwecke auch missbraucht wurde, steht hier natürlich auch zu befürchten, dass dieses Instrument in einer Weise verwendet wird, die nicht unseren Hoffnungen und Wünschen entspricht. Und wir haben darüber lange diskutiert in der Arbeitsgruppe und auch mit den Verantwortlichen beim Europarat. Und wir haben uns aber entschieden, dieses Instrument zu präsentieren, weil es eben aus unserer Sicht wirklich viel Potenzial bietet, um Lehrmaterialentwicklung, also um da Innovationen anzustoßen und im Bereich der Curriculumentwicklung, der Kursentwicklung. Wir haben uns dann entschieden, eben ausdrücklich auch zu warnen vor einem solchen Missbrauch und haben nochmal versucht, deutlich zu machen, dass es eben ein Menschenrecht auf Bildung gibt. Und dass diejenigen, die hier jetzt eben in diesen entsprechenden Kursen versuchen, das Lesen und Schreiben zu lernen, dass die eben zu Unrecht keine Gelegenheit hatten zum Erlernen des Lesens und Schreibens, also dass ihnen ein Menschenrecht vorenthalten wurde. Und insofern dieses kein Bestandteil einer Einwanderungspolitik werden, also zu keiner Benachteiligung bei einer Einwanderungspolitik werden darf. Aber damit ist ein heikles Themenfeld angesprochen und wir werden sehen, wie Lasliam sich in diesem Feld in den nächsten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten auswirkt. Auf jeden Fall ist es unsere Absicht, dazu Stellung zu beziehen und nicht nur eben in dieser schriftlichen Version des Lasliam-Handbuchs, sondern auch bei künftigen, also bei Verweisen auf diese Deskriptoren sollten sie eben in einem anderen Sinne als dem des Entwicklerinnen-Teams verwendet werden. Das hört sich so an, als würde das Lasliam hoffentlich und möglicherweise und hoffentlich sehr viel, eine sehr starke Wirkung entfalten können, europaweit. Vor diesem Hintergrund und nochmal zurück auf unser Thema zu kommen, wie viel Lernautonomie, wie viel Lernberatung, wie viel Lernstrategien steckt im Lasliam? Worauf können wir uns, worauf sollten wir uns einstellen in Zukunft? Ja, also es stecken eine ganze Menge Strategien darin. Wir haben tatsächlich, anders als der Referenzrahmen, bei den Kommunikationsstrategien, also bei den Strategien für Rezeption, Produktion und Interaktion, jeweils drei Typen von Strategien unterschieden. Wir haben uns da auch etwas, wir sind an der Stelle als eine der wenigen Stellen ein bisschen abgewichen auch vom Konzept der Modellierung, die im GERS sonst vorgenommen wird. Und wir haben tatsächlich Planungsstrategien und Kompensationsstrategien und Verständnisüberwachungs- und Reparaturstrategien. Also drei Bereiche, jeweils aufgezogen für die Rezeption, die Interaktion und die Produktion. Und dadurch ist die Zahl der Strategien im Lasliam-Referenzrahmen wirklich sehr groß geworden. Und wir sind uns der Tatsache bewusst, dass diese Strategien eben noch nicht hinreichend empirisch dokumentiert sind oder gar auch in ihrer Skalierung untersucht worden sind. Aber wir bieten sehr, sehr viele an, die aus der Erfahrung von Kursleiterinnen und Kursleitern europaweit gesammelt und eben auch validiert wurden. Und wir hoffen insofern tatsächlich auch einen Beitrag, also einen deutlich spürbaren Beitrag dazu zu leisten, dass die Strategien endlich Eingang in die Lehrmaterialien und die Curricula in Europa finden.
Wird im LASLIAM auch, wird, werden da im LASLIAM Hinweise gegeben, wie diese vielen Strategien gelernt, vermittelt werden können? Also wird beispielsweise im LASLIAM auch auf Lernberatungsansätze hingewiesen? Das ist leider nicht der Fall. Also es ist ein letztendlich doch recht kurzes Werk mit circa 200 bis 250 Seiten, präsentiert es eben einerseits die Prinzipien des Europarats und die Hintergründe. Es präsentiert auch ganz kurz den Forschungsstand, die Literalitätskonzepte, auf die man da zurückgreift. Dann werden diese Skalen, sehr umfänglichen Skalen präsentiert, kurze Hinweise auch zum Unterricht gegeben und eben auch dieser wichtige Bereich des Assessment angesprochen, wo eben auch diese Gefahr des Missbrauchs im Raum steht. Also das wird alles konkretisiert, aber so weiterreichende Bereiche wie beispielsweise die Strategievermittlung oder auch die Lernberatung finden nur ansatzweise Erwähnung. Aber es wird jetzt natürlich eine Phase geben, in der diese Instrumente auch erprobt werden. Und dann geht es darum, sie wirklich in die konkreten pädagogischen Handlungsfelder oder die Handlungsfelder der Erwachsenenbildung zu überführen. Und da planen wir eben verschiedene Pilotierungen, wo im Bereich der Lernberatung oder auch der Strategievermittlung im Unterricht und natürlich auch in anderen Bereichen dann aus der Praxis heraus Beispiele dafür geliefert werden, wie man jetzt mit diesen vielen Strategiedeskriptoren beispielsweise umgeht in einem konkreten Handlungsfeld. Und da bietet sich dann eben ab Anfang 2022 die Möglichkeit für erfahrene Kolleginnen und Kollegen zu zeigen, wie sie mit diesen Deskriptoren arbeiten und natürlich auch kritisch dann Stellung zu nehmen, inwieweit LASLIAM hier wirklich die Praxis zum Beispiel der Sprachlernberatung unterstützt oder etwas Neues bietet oder neue Wege auch aufzeigt. Und dann geht es uns auch darum, diese Beispiele aus der Praxis eben auf den Seiten des Europarats bereitzustellen, damit hier möglichst viel Transfer auch stattfindet und andere Kolleginnen und Kollegen in den Kursen zu ermutigen, ähnliche Beispiele zu konzipieren und einzuschicken und im Kolleginnenkreis zu teilen. Also das ist etwas, was es leider noch nicht gibt im LASLIAM-Handbuch, aber was in einer nächsten Phase jetzt realisiert werden kann. Aber ich bin wahrscheinlich nicht so falsch in meiner Vermutung, dass du als Autorin im LASLIAM und auch als jemand, der sich mit Lernberatung auseinandergesetzt hat, Lernberatung natürlich als eine sehr gute Möglichkeit sieht, um all diese Strategien auch zu thematisieren. Ja, genau. Ich denke auch, dass das LASLIAM-Handbuch keinen Zweifel lässt, indem es eben die Autonomieorientierung, die Beratung, das Translanguaging, viele solcher richtungsweisen Konzepte benennt. Aber natürlich können wir uns auch verlassen darauf, dass diese Diskussionen geführt wurden. Also dass eben beispielsweise hier in diesem Rahmen die Sprachlernberatung thematisiert wird. Und nun wäre die Hoffnung, dass ein Instrument wie LASLIAM eben von den entsprechenden Feldern aufgegriffen wird. Und dass diese Konzepte, diese richtungsweisenden Konzepte und Handlungsoptionen in den nächsten Jahren dann entwickelt werden. Also das leistet das LASLIAM-Handbuch natürlich nicht. Es ist am Ende doch ein relativ sperriges Werk, ähnlich wie der Referenzrahmen, eine Sammlung an Skalen und auch domänenbezogenen Tabellen. Und nun gilt es, das eben mit Leben zu füllen, also zu schauen, ob es sich für die Praxis, zum Beispiel der Sprachlernberatung, eben als so nützlich erweist, wie wir uns das erhoffen. Aber das ist nun etwas, was tatsächlich in der großen Gruppe der Kursleiterinnen und Kursleiter, der Sprachlernberater und Beraterinnen und anderer in diesem Feld beschäftigten professionellen Akteure noch zu leisten ist. Also es ist jetzt wirklich nur das Arbeitsinstrument, das natürlich so ein paar Richtungspfeiler setzt, unter anderem in Richtung Autonomie und Sprachlernberatung. Aber ja, es muss dann also seine Kraft tatsächlich auch erst entfalten. Und es wird diese Kraft auch nur entfalten können, wenn es eben die Kolleginnen und Kollegen anspricht und mitreißt, sozusagen diesen Weg auch ein Stück weiter zu gehen und eben die entsprechenden Beratungsangebote auch zu etablieren. Also im besten Fall eben tatsächlich auch in den nationalen Integrationskurssystemen mit Fördermitteln in den Erstsprachen auszugestalten. Das wäre die Hoffnung. Gut, das hoffe ich auch. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich habe zu danken. Danke. Ja.